Herzlich willkommen in meiner Küche. Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, dass ich euch heute einfach mal ein bisschen mit in meine Küche nehme und euch zeige, was ich so an veganen Vorräten da habe, was so für mich die Must-Haves sind in der Küche, was ja so Basics sind, um Soßen zu machen und welche Produkte ich da eben verwende, die eben auch definitiv vegan sind. Ich habe das schon mal gemacht, das Video, das ist aber bestimmt schon 2 oder 3 Jahre her und das war meine alten Wohnung. Mittlerweile bin ich da ein bisschen minimalistischer geworden. Ich habe weniger Vorräte und wirklich nur die Sachen, die ich regelmäßig brauche. Und da wollte ich euch einfach mal einen Einblick geben. Viel Spaß! So, das ist jetzt einmal ein Rundumschwenk meiner Küche. Ihr seht, sie ist wirklich alles andere als groß. Deswegen kann ich euch da auch gar nicht so unfassbar viel zeigen. Und bin da ein bisschen eingeschränkt, was die Blickwinkel angeht, weil meine Küche wirklich gerade mal so groß ist, dass ich mich da zweimal im Kreis drehen kann. Ich zeige euch das jetzt nochmal so mit der Handykamera, weil das jetzt einfacher ist. Die Küche ist wirklich nicht groß. Die geht von da, da ist die Tür. Hier hinten einmal lang. Hier ist der Herd. Und ja, das ist natürlich sehr wenig Platz. Vor allem, wenn man beruflich mit Essen zu tun hat, muss man natürlich jonglieren und gucken, welche Sachen brauche ich wirklich zu Hause, um immer gute Soßen zu machen, um interessante Food Diaries zu machen, die nicht zu schwierig sind zum Nachkochen, aber eben auch nicht zu langweilig sind. Denn wenn man sehr viel Freiraum hat, also sehr viel Platz hat im Kühlschrank, in Vorratsschränken, ist es einfacher, aber auf der anderen Seite, für mich zumindest, verliere ich schnell den Überblick darüber, was ich bekomme. Ich hatte das in der alten Wohnung leider, da hatte ich einen großen Vorratsschrank und da ist sehr oft sehr viel schlecht geworden, weil ich einfach nicht mehr alles im Blick hatte. Und diese Küche ist wirklich sehr klein. Ihr werdet auch gleich sehen, mein Kühlschrank ist verdammt klein, aber ich komme damit klar. Und was so meine Basics sind, um auch mal spontan Soßen zu machen, wenn Leute spontan kommen, was zu machen und wenn ich zum Beispiel sonntags zu Hause bin und eigentlich gar nichts mehr da habe, was so auf den ersten Blick schmackhaft aussieht, was ich dann so mache, das zeige ich euch jetzt. Okay, fangen wir ganz kurz hier an und zwar mit meinem Wasser. Ich kaufe kein Wasser, sondern ich trinke Leitungswasser. Allerdings habe ich einen Wasserfilter, der ist von The Local Water und da kann man hier ganz einfach umstellen, wenn man das Wasser aus dem Wasserfilter haben will und dann kommt das da raus. Das fließt mittlerweile ziemlich schnell durch mit dem neuen Filter und das Wasser schmeckt richtig gut. Ich trinke mehr dadurch, als wenn ich einfach nur so das Wasser nehme und ich weiß eben nicht, was in diesem Haus für Leitungen sind, was da noch alles so drin ist und das filtert alle möglichen Sachen raus. Ich kann euch gerne mal die FAQs und die Seite an sich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe den jetzt ungefähr seit einem Jahr. Hier sind wir an den Schränken unter meinem Waschbecken und in dem linken bewahre ich so Flaschen auf, meine Proteinshakes und meine Supplements, damit die alle an einem Platz sind. Und was Supplements angeht, habe ich diese alle in einer solchen Dose. Ganz, ganz wichtig ist Vitamin B12, besonders für Veganer, Vegetarier, aber eigentlich auch für jeden anderen, weil B12 sehr wichtig ist für unsere Nerven, weil wenn wir nicht genügend B12 zu uns führen, dann haben wir am Ende irreversible Nervenschäden und das möchte keiner. Deswegen regelmäßig B12-Werte untersuchen lassen und B12 in dem Fall, wo sie niedrig sind oder auch so supplementieren. B12 kann man im Übrigen nicht überdosieren, weil das einfach durch den Urin ausgeschieden wird. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, kann ich euch gerne verlinken. Jetzt im Winter nehme ich auch immer die Vitamin D3 Tropfen von Plantrition. Im Sommer eher weniger, wenn ich viel in der Sonne bin. Aber auch da prüfe ich regelmäßig mein Blut und gucke, ob ich gut versorgt bin. Momentan habe ich da nur eine Erhaltungsdosis und nehme jeden Tag um die 5 Tropfen. Außerdem nehme ich noch Magnesium zu mir, weil Magnesium auch eben sehr wichtig ist, besonders wenn man Sport macht, wenn man Probleme mit Krämpfen hat, mit der Leistungsfähigkeit, Konzentration und so weiter. Deswegen regelmäßig Magnesium. Und ich nehme zusätzlich auch noch Vitamin B ein. Das ist ein Vitamin B-Komplex, der verschiedene B-Vitamine beinhaltet. Und damit bin ich sehr zufrieden. Das ist die komplette Range, die ich so nehme. Hier sind noch Spirulina drin, das ist eben fürs Immunsystem gut. Die nehme ich aber eher, ehrlich gesagt, nicht ganz so regelmäßig. Womit ich jetzt aber auch noch angefangen habe, sind diese Super Blobs. Und zwar sind die auch von The Local Water. Und das ist quasi Kurkuma. Und Kurkuma ist ja ein sehr, sehr gesunder Stoff, besonders auch für unseren Darm und für unser Immunsystem, eigentlich für so ziemlich alles. Und hier ist das Kurkuma eben in einer Art Tropfenform. Das könnt ihr einfach ins Wasser tropfen, verrühren und dann trinken. Das ist eine super einfache Möglichkeit, die wirklich im Darm ankommt. Und das nehme ich momentan auch regelmäßig zu mir, weil es mir wirklich sehr, sehr gut tut. Das sind alle Sachen, die ich habe, aber ich muss sagen, hier die Sachen, die nehme ich sehr selten. Deswegen sage ich da jetzt gar nicht groß was zu, weil ich möchte euch hier die Sachen zeigen, die mir tagtäglich helfen. Ja, das war das Fach da oben. Dahinter sind noch ein paar Proteinshakes, die ich nach und nach aufbrauche.
Und darunter gibt es auch nochmal auf der linken Seite Proteinshakes. Den trinke ich momentan ganz gerne. Das ist der Peanut Butter und dahinter noch der Kokos. Und dann daneben sind noch ein paar Flaschen und dahinter sind noch mehr Glasflaschen zum Mitnehmen. Meine Flasche zum Sport, mein Kaffeebereiter und leere Gläser für Vorräte. Also dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen. Kommen wir zum winzigsten Kühlschrank der Welt. Na okay, das wird es jetzt nicht sein, aber er ist wirklich sehr klein. Und da lagere ich hauptsächlich halt Obst und Gemüse, beziehungsweise eher Gemüse. Jetzt habe ich hier Salat da, Wirsing da, Brokkoli, Suppengrün, dann habe ich hier normalerweise mal Joghurt, dann habe ich Kohlrabi da, Paprika, dann noch da hinten ein bisschen Räuchertofu und da ist noch ein Rest Essen drin, packe ich immer direkt in Dosen rein, damit ich das noch in den Tagen danach essen kann. Und was immer da ist, ist Senf, zum Beispiel hier der Kräutersenf, Mayonnaise, Tomatenmark. Creme Vega habe ich letztens geholt, dann habe ich mir immer Knoblauch eingelegt. Manchmal habe ich auch noch so einen Tomatenaufstrich da, ja, Gemüsereste. Irgendeine Pflanzenmilch ist auf jeden Fall da und dann habe ich hier das Erdnussmus drin. Und Erdnussmus ist einfach unfassbar lecker, ob als Erdnusssoße oder auf dem Müsli oder sonst wo. Ich liebe Erdnüsse und deswegen habe ich auch immer Erdnussmus im Haus. Ihr dürft das nicht vergessen mit Erdnussbutter, das sind wirklich nur 100% Erdnüsse, also sehr, sehr gesund. Dann habe ich hier noch ein paar Basissoßensachen und zwar Sojasauce, Teriyaki-Soße, Balsamico-Essig, ja, und so ein paar Sirupe, die ich irgendwie schon ewig da drin stehen habe. Eigentlich könnte ich das auch nochmal aussortieren. Hier unten sind noch ein paar Gürkchen drin, dann noch eine Basis für so Dipsoße für Sommerrollen. Das ist die Hoisin-Soße und dahinter sind noch eingelegte Tomaten. Genau, ganz unspektakulär. Und was noch viel kleiner ist, ist mein Gefrierfach, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Das ist echt super unspektakulär. So, ja, in dem Schrank bewahre ich einen Großteil meiner Vorräte auf. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, meine Vorräte grundsätzlich in solchen Gläsern zu haben. Großteil der Gläser, die ich in der alten Wohnung hatte, habe ich aber momentan noch in einer Kiste und die passen hier nicht rein. Die werde ich, denke ich mal, irgendwie bei Kleiner zeigen oder so verkaufen. Der große Grund, warum es relativ wichtig ist, dass ihr aufpasst auf die Lebensmittel und die dann vielleicht in Gläser packt, ist, weil da oft Motten drin sind. Also ich hatte leider sehr oft die Erfahrung in meiner alten Wohnung bzw. zu Hause, als ich noch bei meiner Mama gelebt habe, dass irgendwo Motten drin sind und dann hast du die überall drin, dann kannst du alle Lebensmittel wegwerfen, was wirklich blöd ist. Und ich hatte jetzt, als ich nochmal aussortiert habe und geguckt habe, was ich mag und was vielleicht nicht mehr gut ist, habe ich zum Beispiel im Roggenmehl, was im Glas war, eben auch Tiere drin gefunden. Ja, das ist irgendwie ein bisschen blöd, deswegen in Gläser packen ist auf jeden Fall sinnvoll, denn wenn da Tiere drin sind, dann hast du die nur in dem einen Lebensmittel und nicht in allen. Genau, also einmal habe ich hier Sesam, das ist heller Sesam, dann auch dunklen Sesam, damit toppe ich total gerne generell meine Gerichte. Dann habe ich hier rote Linsen, das ist eine Linsenart, die sehr, sehr schnell durchkocht und gar wird. Verschiedene Weizenmehle zum Backen, dann habe ich hier Dinkelmehl. Dahinter ist noch weißer Zucker und Paniermehl. Die Sachen brauche ich sehr selten, deswegen sind die eben auch ganz hinten im Schrank. Dann habe ich hier noch Quinoa und Weizenvollkornmehl. Und dahinter sind noch Leinsamen und Speisestärke. Und das habe ich eben auch so angeordnet, damit ich an die Sachen, die ich öfter brauche, sehr schnell komme. Und die Sachen, die ich nicht so oft brauche, sind dann eben hinten drin. So, hier unten ist dann die Schublade mit allen möglichen Nussmusen und ja, Brotaufstrich und sowas. Aber die Sachen eigentlich, die ohne Zucker sind, ja, ist natürlich gut, dass hier auch der Gänseblümchen-Honig drin ist. Der ist tatsächlich auf Basis von Zucker, also ich glaube Glukosesirup oder irgendwie sowas, nee, Rohrzucker sogar. Finde ich okay vom Geschmack her, schmeckt wirklich in Richtung Honig, aber ich würde es jetzt nicht nachkaufen, weil ich bin nicht der große Honigfreund. Ich habe das in einem Goodiebag bekommen. Dann habe ich hier noch Sesammus drin, also Tahin. Und dann einige andere Nussmusse. Und Leute, Nussmusse sind einfach basic für alles. Ihr könnt Nussmusse herzhaft verwenden, ihr könnt sie süß verwenden. Cashewmus zum Beispiel. Da habe ich jetzt hier die großen Gläser von Koro. Eignet sich richtig gut, wenn ihr käsige, sämige Soßen haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel eine Lauchcremesuppe macht, dann braucht ihr auch nicht unbedingt eine Packung veganen Frischkäse dafür, sondern ihr könnt auch einfach ein paar Löffel von Cashewmus reingeben, ein paar Hefeflocken reingeben, das Ganze noch ein bisschen würzen und ihr habt eine super käsige, cremige Soße, weil Cashews haben irgendwie so einen, ja, ein bisschen käsigen Geschmack und dafür liebe ich Cashewmus. Ich mache damit so gerne so Sahnesoßen, die in eine Käserichtung gehen. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Gehört für mich immer in den Haushalt, also Nussmusse. Und vor allem sind die auch verdammt gesund, weil die nur aus reinen Nüssen bestehen.
Dann habe ich hier noch das Haselnussmus. Haselnüsse sind einfach unfassbar lecker. Nuss-Nougat-Creme ist nicht ohne Grund so beliebt. Und ja, Haselnüsse stellen einfach die Basis davon dar. Finde ich super lecker in süßen Gerichten. So zum Beispiel oben auf dem Porridge. Und auch weißes Mandelmus darf im Haushalt nicht fehlen. Ich habe mittlerweile seit einigen Monaten immer weißes Mandelmus da. Und das hat für mich auch Sojasahne und so komplett ersetzt. Vor allem, ich kaufe relativ oft so ein Sojasahne, um zum Beispiel Sahnesoßen und so zu machen. Logischerweise. Oder eben eine Basis für Gratins und so. Aber wenn ihr Mandelmus habt, habt ihr erstmal nicht andauernd diese PET-Verpackung, sondern habt dann einmal ein Glas und das reicht erstmal einige Wochen. Und ihr habt wirklich richtig leckere, gesunde Sahnesoßen. Wenn ihr zum Beispiel eine Gemüsebrühe habt und ein paar Löffel Mandelmus reinmacht, dann bekommt ihr einfach eine richtig leckere, sämige, cremige Soße. Absolute Empfehlung. Bei Koro gibt es zum Beispiel diese 500 Gramm Gläser, aber auch viele andere Produkte in Großpackungen, sodass man im Endeffekt weniger Verpackungsmüll produziert, was ich gut finde. Hier hinten drin ist noch Mandelmus von MyProtein, aber das fand ich nicht lecker. Da waren irgendwie so, ja, so Stückchen drin von den Schalen. Das war irgendwie qualitativ nicht so gut. Und das ist das Powdered Peanut Butter, was ich euch schon mal gezeigt habe. Das werde ich aber nicht nochmal nachkaufen. Ehrlich gesagt brauche ich das nicht. Da kann ich lieber wirklich die ganze Nuss nehmen mit all ihren Fetten, mit den gesunden Fetten und mit den gesunden Vitaminen. So, im Schrank daneben verwahre ich viele verschiedene Sachen auf. Einmal hier hochkant die ganzen Spaghetti-Sorten, die ich habe. Ob jetzt Vollkornspaghetti, glutenfreie, asiatische Nudeln und so weiter. Dann habe ich hier noch Wildreis drin und schwarze Bohnen. Hinten noch Haferflocken und Sojamehl. Sojamehl eignet sich super als Eiersatz, kann ich euch empfehlen. In der Küche, da braucht ihr auch nicht wirklich etwas, was Eiersatz oder so heißt. Sojamehl tut es da vollkommen. Dann habe ich immer Agavendicksaft da, damit süße ich ganz gerne auch meinen Kaffee oder so. Als süßen Aufstrich, meistens wenn Gäste da sind, habe ich noch den Lotusaufstrich. Der ist halt pappsüß, der ist sehr zuckrig, aber er ist auch sehr lecker, muss man sagen. Und mir ist hier gerade das Müsli umgefallen. Dann habe ich hier noch einen Schokosirup, den ich euch wirklich nicht empfehlen kann. Am liebsten süß ich eigentlich mit Xucker Light. Das ist ein Erythrit, also ein Zuckeralkohol, mit dem ihr eure Speisen süßen könnt, ohne dass ihr Kalorien drin habt. Dann habe ich hier noch meine verschiedenen Essigsorten und ein paar besondere Öle. Also hier habe ich halt hellen und dunklen Balsamico. Hinten habe ich noch Sushi-Essig, Sesamöl, Essigessenz und ja, noch Reispapier und noch so einen Rest von dem Dinkel-Crunchy, das ich tatsächlich zu Weihnachten bekommen habe. Und deswegen ja, baue ich das dann noch auf. Dann habe ich hier den Seitenschrank und das ist in meiner Küche sozusagen verbaut. Und da habe ich auch noch ein paar Vorräte, die ich euch jetzt gerne zeige. Hier oben habe ich meine Backzutaten drin. Hier habe ich Pudding, Chocolate Chunks, Johannesbrotkernmehl ist super, um Sachen zu binden. Dann habe ich noch aus der Weihnachtsbäckerei oder so Puderzucker da. Natron ist da auch als Hilfsmittel in der Küche sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch Kakaopulver, da ist irgendwie in beiden noch ein bisschen drin. Danach werde ich aber einen Bio-Kakao kaufen. Und hier sind noch Aromen drin, so Vanille-Butter-Aroma, Rum-Aroma und sowas. Zum Backen eben, wenn ich mal traditionell backe, zum Beispiel für die Familie, mache ich das eben mit viel Zucker, mit Öl und so weiter, weil sonst meckert da jeder. Und dann halt noch Backpulver, Vanille und sowas alles. Eine Etage darunter sind auch noch Sachen, die so ein bisschen durcheinander sind. Einmal habe ich hier die Flohsamenschalen drin, meine Spirulina-Tabletten, noch Kokospulver und noch ein paar verschiedene Soßen. Hier habe ich noch Hollandaise-Soße. Hier habe ich die Basis für meine Currys. Und ich werde sehr oft gefragt, was für eine Currypaste ich nehme. Ich nehme immer diese, das ist die Yellow Curry Paste von Kok Brand. Und das Gute ist, in den Zutaten hier keine Garnelenpaste drin. Da müsst ihr unbedingt drauf achten, weil in Currypaste ist sehr oft Garnelenpaste drin. Und das ist dann logischerweise nicht mal vegetarisch. Und deswegen kaufe ich immer die im asiatischen Supermarkt. Dann habe ich hier noch eine vegane Hollandaise, noch eine Sahne und eine Coconut Cream, die ich mal für ein Dessert gebraucht habe. So, daneben der Schrank auf der Ecke, der beinhaltet eigentlich das Hauptsächliche meiner Vorräte. Was momentan eben nicht drin ist, ich versuche aber auch ein bisschen drauf zu verzichten, muss man sagen, sind Konserven, weil ich sonst auch oft sowas wie die Mais da hatte, Erbsen da hatte, Kidneybohnen und so, aber ich versuche da so ein bisschen von wegzukommen. Hier habe ich noch Nudeln drin, die eben keine Spaghetti sind. Ein großes Pack Quinoa. Quinoa ist einfach ein super Getreide, beziehungsweise ein Pseudogetreide. Das ist gar kein Getreide an sich, sondern ein Pseudogetreide. Enthält super viele gute Kohlenhydrate, aber auch viele Proteine. Ist eine super Beilage. Daraus kann man leckeren Salat machen. Den kann man auch wunderbar zubereiten im Reiskocher. So mache ich das immer. Und lässt sich auch wunderbar mitnehmen, zum Beispiel auf die Arbeit, in die Uni, zur Schule und so. Quinoa kann ich euch wirklich empfehlen. Auch das ist wieder eine Großpackung von Koro, mit der ich auf jeden Fall lange hinkommen werde. Dann sind hier noch die Haferflocken drin, die nicht in das Glas gepasst haben. Verschiedene Reissorten. Ich habe hier Sushi-Reis, ich habe hier Parboiled-Reis, dann noch Maismehl, noch mehr Nudeln und da hinten sind noch Lasagneplatten drin. Also hier oben lagere ich sozusagen meine Kohlenhydrate. Eins tiefer ist dann so
ja, sag ich mal, die Basis an Eiweiß in meiner Ernährung. Und das sind einmal hier Sojaschnitzel, die werde ich jetzt auch noch aufbrauchen. Danach kaufe ich, denke ich mal, die von DM wieder nach. Die mag ich eigentlich am liebsten. Dann habe ich hier noch so Soja-Steaks drin. Ich muss aber ehrlich sagen, die werden bei mir nie so richtig weich. Und ja, ich werde sie jetzt noch aufbrauchen, aber die werde ich nicht nachkaufen. Zumindest diese Marke nicht. Dann habe ich hier Linsen drin. Aus Linsen kann man immer sehr, sehr gut oder auch spontan eine Linsensuppe machen. Die sättigt gut, die ist super günstig, also für den kleinen Geldbeutel. Eintöpfe sind immer die beste Möglichkeit, um sehr günstig zu kochen und für viele zu kochen. Daraus mache ich eben mit einem Suppengrün. Kann ich euch gerne das Basic-Rezept verlinken. Meine Erbsensuppe bzw. meine Linsensuppe ist eigentlich genau das gleiche Rezept. Ne, unterschiedliche Hülsenfrüchte. Dann habe ich hier noch Jackfruit drin. Das ist ein Fleischersatz, den habe ich noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich euch dazu nichts sagen. So ein Kichererbsenpüree. Dann noch Kichererbsen, gute Ballaststoff- und Eiweißquelle und noch mehr Bohnen. Dann kommen wir hier unten zu den Hefeflocken. Hefeflocken sind super, super lecker und kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr käsige, sämige Gerichte mögt. Ich mache das auch bei jedem Pasta-Gericht oben einmal drüber, weil ich den Geschmack total mag. Das geht in Richtung Parmesan. Wenn ihr Hefeflocken noch nie ausprobiert habt, macht das. Ich hatte die jetzt bei Koro gefunden, aber es gibt die auch zum Beispiel im Reformhaus. Dann habe ich hier noch Chiasamen drin für mein Müsli. Da sind Omega-3-Fettsäuren drin, die sehr gesund sind für den Körper und das sind eben pure Ballaststoffe eigentlich. Sonnenblumenkerne dürfen auch nie fehlen, liebe ich auch, über Gerichte drüber zu streuen. Generell Nüsse, Kerne und so sind super gesund. Datteln drin, das sind jetzt normale Datteln, aus denen wollte ich noch einen Dattelsirup machen. Und mal gucken, was ich da noch an gesunden Süßigkeiten draus machen kann. Und hier hinten sind noch mehr Kerne drin und eine Pflanzenmilch als Reserve. So, hier oben in dem Schrank bewahre ich dann meine ganzen Gläser auf, meine Schalen und Teller und meine Tassen und eben auch einen Teil meiner Gewürze. Da wird es jetzt gar nicht so spektakulär. Hier habe ich halt Salz, wenn ich größere Mengen Salz brauche, Koriandersaaten, Kurkuma, meine Gemüsebrühe und so Sachen wie Thymian, Kümmel, Kreuzkümmel. Ja, die Sachen, die halt eben in diesen großen Gläsern sind. Unter diesem Schrank habe ich noch meine frischen Sachen und zwar Kartoffeln, Knoblauch und Zwiebeln habe ich immer da. Bananen, wenn ihr Bananen, die grün sind, zusammen mit Äpfeln legt, dann werden die schneller reif. Das habe ich jetzt absichtlich gemacht, weil ich eben einkaufen war. Dann habe ich hier Lauch und mit dem Lauch habe ich vor, diese Lauchcremesuppe zu machen. Da ich jetzt schon die ganze Zeit von dieser Suppe rede, das ist, ich habe sie eben gekocht und da ist keine Sojasahne drin, da ist kein veganer Frischkäse drin, sondern nur Hefeflocken und Cashewmus. Es ist super cremig geworden und oh mein Gott. Ich freue mich schon, das gleich zu essen. Und ansonsten ist noch Ingwer da und darunter sind noch ein paar Zitronen. Und den Großteil meiner Gewürze habe ich hier oben. Hier ist ein Teil meiner Gewürze. Da sind noch mehr Gewürze. Ja, mit Gewürzen kann man alles realisieren, was man will. Was in einem veganen Haushalt nicht fehlen darf. Wenn ihr Lust auf Eigeschmack habt, dann ist das Kalanamak-Salz. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Wenn ihr da ein paar Kristalle über euer Essen macht, dann schmeckt das eiig. Zum Beispiel über einem Avocado-Toast oder in eurer Carbonara. Kalanamak ist auf jeden Fall das schwarze Salz, was nach Ei schmeckt, weil das so schwefelige Aromen hat. Ansonsten habe ich hier in der Ecke nochmal einen Soda-Stream, falls ich mal Lust auf Sprudelwasser habe oder Gäste habt, die Lust darauf haben. Mein Reiskocher, mit dem ich auch Quinoa und so zubereite, der kostet nur um die 20, 25 Euro und für mich funktioniert der gut. Ich benutze den seit ungefähr 2 Jahren und hatte noch nie Probleme damit. Mein Wasserkocher, den ich auch mal wieder entkalken muss und ja, die Mikrowelle, die benutze ich aber eigentlich auch nicht allzu häufig, aber ja, sie ist eben da. Hier oben bewahre ich noch meinen ganzen Tee auf. Da habe ich auch sehr stark aussortiert, was noch gut ist, was mir schmeckt. Hier habe ich meinen Kaffee, da achte ich immer drauf, dass der Bio und Fairtrade ist. Und noch geile Schnitten. Das ist so eine Kokosschnitte, die habe ich jetzt auch bei Koro bestellt. Und die ist super lecker, das ist einfach reiner Kokos. Ja, genau, das sind so die ganzen Vorräte in meiner Küche. Ja, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und ihr wieder die ein oder andere Inspiration mitnehmen konntet. Vielleicht seid ihr ja gerade auf dem Umstieg zur veganen Ernährung zum Januar, kann ich mir vorstellen. Hat sich der ein oder andere das vielleicht vorgenommen und habt jetzt ein paar Ideen, was ihr unbedingt in eurer Küche euch zulegen solltet. Ich versuche euch alles, was ich so erwähnt habe, als Basics unten in der Videobeschreibung zu verlinken und dann könnt ihr das gerne mal nachschauen, falls ihr euch für das ein oder andere interessiert. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.